Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Ja, woher wusste die, dass ich eigentlich Elektriker bin und mich hier mit Antennen auskenne? Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Oh, wir sind, glaube ich, irgendwo falsch rausgegangen. Oh, ja. Autsch. So, alles cool, alles cool. So. Knarre mal raus, mal gucken, was wir für Gegner bekommen. Oh ne, hier sind schon wieder welche auf den Straßen unterwegs. Aber es hat aufgehört zu schneien. Alter, was hier alles immer rumliegt. Oder immer die ganzen Barrikaden. Auf einer Seite natürlich gut. Wegen Schutz und Deckung. Aber manchmal ein bisschen blöd zum schnell rumlaufen. So. Oh, guck mal, ein paar Ratten. Eine tot. Eine erwischt. So, zur Antenne gelangen. Wir dürfen noch irgendwo nach oben. LKW, komm mal her. Ich besteck dich. So, das Stromnetz unterbrechen. Weiter nach oben. Oh, Hallöchen. Ah, der da. Mit seinem Knüppel. Den mag ich doch gar nicht. Granate geworfen. Oh, die Knarre ist schon eigentlich ganz cool. Na, ist natürlich ein bisschen blöd. Weil hier gerade die Granate eigentlich hochgegangen ist. So, mal schauen wegen Munition ein bisschen. Moment, da hätten wir was aufheben können. So, da drüben haben wir ein verseuchtes Gebiet. So, hier kann man was machen. So, Antenne reparieren auf Zeit. Na, okay. Na, dann mal los. Wo müssen wir hin? Ich denke mal hier vielleicht durch das Haus durch. Ich würde mal sagen, nehmen wir die MP7 mal raus. Laufen hier ein bisschen... wie sieht das aus? So grün. Richtig komisch. Darf ich jetzt auch noch auf ein anderes Haus hoch, oder? Ist das natürlich auch ein bisschen blöd wegen der Wegfindung. Oder gibt es irgendwie so eine Brücke rüber? Da scheint das Miese immer dabei. So, Moment, wir sind hier. Ja, aber hier geht es noch ein bisschen weiter. Ui, sehr schön. Ah, schon leer. So, mit der MP geht's ja einigermaßen schnell. So, was haben wir noch? Eine Minute. Ah, wir sind schon da. Dann sieh mal einer an, das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Tja, der Benny ist es aber nicht. Sondern das bin ich. Manchmal. Okay, wo zur Hölle sind wir es überhaupt? Irgendwo auf dem Dach oben. Ich wollte eigentlich mal hier Richtung Safehouse gehen. Ist das natürlich die Frage, wie ich am besten und am schnellsten hier runterkomme. Hier haben wir schon mal eine Treppe. Oder eine Leiter. Und dann hier gehen wir mal ein bisschen runter. Runterspringen wäre es natürlich ideal. Nicht. Ich glaube noch ein bisschen zu hoch. Oh, hier haben wir ein Telefon. Wollen wir irgendwie runterspringen? Schauen wir nochmal. Telefon liegt ganz unten. Serverauskunft, wie können wir helfen? Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay, Ma'am. Wie heißt er? Trevor. Er heißt Trevor Sloan. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Wir waren, vor dem Madison Square Garden. Vor 2 Tagen. Er war plötzlich verschwunden und dann... Ich hab vor der Post auf ihn gewartet.
aber er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er ist und jetzt bin ich ganz allein. So, wir gehen in das Gebiet Tenderloin. Stufe 9 bis 12, es wird wieder interessanter. Okay, jetzt sollten wir auch wieder ein bisschen aufpassen. Moment, ich mache mir hier mein Leben voll. Da laufen noch ein paar Gute rum. Also gar nicht so schlimm hier gerade. So, ich würde sagen, wir tun auch mal kurz die Munition auffüllen. So, Auswahl überschreiben, Geiselrettung. Nee, lassen wir mal kurz. Okay, wir müssen wohl noch irgendwo nach unten. Wir haben Essen. Ich habe Hunger. Na, dann gehen wir mal rein. So, Schnellreise einmal gemacht. Oder können wir jetzt machen. Das kann man hier einmal auffüllen. So, und wir schauen uns mal kurz ein bisschen um. Eigentlich auch nur so ein Lagerraum eigentlich eher. So, hier können wir auch die Nebeneinsätze uns holen. Ah, nee, doch nicht. Falsch gesagt, einmal die Einsätze für die ganzen Flügel, wo man ein paar Punkte machen kann. Die Nebeneinsätze können wir hier, ich glaube, anfordern. Hallo Agent. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Ich schicke Ihnen alle Informationen, die ich über dieses Gebiet erhalte. Zum einen ist es schmutzig und zum anderen ist es die Hölle für Allergiker. Gesundheit. Wieso hören wir hier den da oben? Im Treppenhaus haben wir ihn kaum mehr gehört und hier oben wieder ganz glasklar. So, jetzt haben wir hier auch wieder ein paar Missionen, aber eigentlich wollte ich ja hier hin. Wir haben das Hauptquartier der Cleaners gefunden. Die benutzen eine Baustelle als Operationsbasis und Nachschublager. Lässt sich nur schwer verstecken, wenn man genug Napalm kocht, um ganz Canarsie zu grillen. Was Captain Benitez sagen will, ist, dass sich dort auch ihre Hauptproduktionsanlage für Napalm B befindet. Ohne die Anlage wären die Cleaners ein sehr viel kleineres Problem. Natürlich können sie nicht einfach da reingehen und den Stecker ziehen. Dieser Joe Farrow ist anscheinend ihr Anführer und er hat die Hälfte seiner Leute zur Verteidigung zusammengezogen. Die müssen sie ausschalten, sonst wird das nichts. Okay, und was zur Hölle ist Napalm B? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Gibt es irgendwie auch Napalm A? Sollen wir das Echo noch machen? Ja, wir können es uns mal anschauen. Müssen ja nicht gleich alles machen. Gibt ja schon XP an sich. Das ist ein Evakuierungsbefehl, Sir. Sie bleiben auf eigenes Risiko. Wir reißen uns den Arsch auf. So, weil viel untersuchen können wir ja gar nicht. Es war nur immer missionsbedingt, wenn wir was untersuchen konnten. So, hier geht's gleich rein. Ich hoffe, ich schaffe das alleine. So, Stufe 10 normal. Okay, ja, ist immer ein Gebiet, wo, glaub, welchen Gebiet sind wir? 9 bis 12, ja, okay, das passt dann. Stufe 10, wir sind Stufe 11, fast 12. Agent, die Cleaners legen immer neue Brände und uns fehlen die Mittel, sie zu löschen. Wenn wir ihre Napalmproduktion nicht stilllegen, sind wir nur eine steife Brise von einem Großbrand entfernt. Die Sache ist, die haben ihre Hauptproduktionsanlage mitten in ihrem HQ. Also da, wo sie gerade hinwollen. Finden Sie sie und zerstören Sie sie endgültig und dauerhaft. Sie müssen auch Ihren Anführer Joe Farrow ausschalten. Wenn er entkommt, fängt er wieder von vorne an. Okay, na dann. Da müsste alles voller Napalm und Benzintanks sein. Wenn Sie einen Tank finden, machen Sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht, dass die Cleaners das Zeug holen, wenn sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was sie damit anrichten können. Ja, hier oben hätten wir auch noch ein Fässchen. Da haben wir wieder so ganzen Leute mit Flammenwerfer. Den erwische ich hier wohl gar nicht. Die Frage ist natürlich, ich muss den hier zerstören, aber ich muss wohl hingehen. Ich kann wohl nicht nur drauf schießen. Na, schade. Eigentlich wollte ich auf den Tank schießen. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Ja, und mit Level 10 geht es eigentlich einigermaßen. Der eine hier? Fang gar nicht an, auf mich zuzurennen. Komischerweise. So, der geht down. So, der andere, der irritiert mich gerade so ein bisschen. Jetzt lauft er los. Oh, komm. Kein Kopf bedeckt. Das
ziemlich einfach. So, jetzt können wir, glaube ich, sogar auch gleich reinlaufen. Hinter mir nix. Ah, hier wäre noch ein Fass gewesen. Habe ich natürlich von oben nicht gesehen. Okay, wir können wohl doch drauf schießen. Er hat gedacht, wir können nicht drauf schießen, weil das so ein Zeichen ist wie als... Geh mal dahin. Oh nein. Oh nein. Alter, woher der kommt? Aus dem Nix. Kollege. Unten war doch noch ein Fass, oder? Au, au, au. In Brand. Leute, hier Schnee. Was soll ich dagegen machen? Das ist schon ein bisschen Übersicht hier. Aber ich sollte mal ein bisschen schauen, dass sie nicht hier kommen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ah, nachladen. Ah, toll, von oben. Guck, der bewegt sich, ist tot. Geht's ja gar nicht. Ist doch mies. So, geht down. Den Bereich sichern. Anderen Napalm-Tank ausfindig machen. Ja, schauen wir mal. So, wir dürfen einmal in die Richtung hier laufen. Natürlich weiter nach oben. Drüben haben wir nichts. Und dann geht es hier irgendwo ins Gebäude rein. So. Müssen wir, können wir hier runter? Ich weiß es eben nicht. Wir können auch hier oben rum weiter. So wie es ausschaut. Vorsicht! Was hältst du davon? Sieht die Charge okay aus? Gar nicht schlecht. Wir wären es lieber gewesen, wenn es uns nicht fast die Schädel eingeschlagen hätte. Ach, hab dich nicht so. Ruf oben an und sag den Jungs, sie können ihre Tanks noch... Oh, warte, Felice, sind Sie da? Was? Ich erreiche Pattersons Patrouille nicht. Ziehen Sie den Kopf aus dem Arsch und halten Sie Ausschau. Es könnte losgehen. Verstanden, Boss. So, hier geht's natürlich wohl ein bisschen los. Jetzt wissen Sie wohl auch schon Bescheid, wo wir sind. Ja, hier kommt man gar nicht raus. Kann er nach unten. Ich würde natürlich am liebsten so viel wie möglich von hier oben aus machen. Frage ich natürlich, wie viel man hier machen kann. Oh nein. Guckt mal den an. Naja, den einen sehe ich glaube auch nicht. Müssen wir mal ein bisschen auf die Treppen wohl achten. So, liegt eigentlich hier was? So ein bisschen. So, zwei Tanks hätten wir schon. Was passiert, wenn alle kaputt sind? Ich schalte immer ein bisschen auf die Treppen auch. So, schön erledigt. Ah, jetzt kommen sie eben. Da müssen wir gleich beide Waffen benutzen. Oh, da kommt noch einer gleich hoch. Einer mit der Granate. Tja, Kollege. Ganz einfach. Aber wir müssen eh noch weiter nach hinten gehen, weil die ein, zwei Tanks, die kriegen wir gar nicht. So, wir sind auf meine Gesundheit, müssen wir natürlich auch noch achten. Ich sehe ihn eigentlich gar nicht so richtig. Ich baller einfach mal auf gut Glück da rein. So, komm. Ja, war einmal in Deckung. Jetzt ist er schön hinüber. Das ist so ein Geschütz von dem. So, da unten noch einer. So, erledigt.
Wir können mal ein bisschen schauen. Okay, wir gehen mal nach unten. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber egal. Oh, Moment. So nah sollten wir auch nicht hingehen. So, weil wenn wir hier unten sind, kann es natürlich sein, dass dann irgendwann eine neue Gegnerwelle kommt. Hat der eine nichts gedroppt? Der Lennarne? Auch ein bisschen seltsam, oder? Ich dachte, er hätte irgendwas gedroppt vielleicht. Okay. Dann halt nicht. Leider. Hätte mich darüber gefreut. So, hier drin gar keiner. Keine Bedrohung. Das, ich finde es komisch. Aber ich denke vielleicht, wir machen hier die Tanks kaputt. Und dann kommen sie. Wenn wir wieder rausgehen wollen. So, nochmal weiter. Hier haben wir einmal Munition. Auch ganz gut. Können wir einmal nachladen. Aufgepasst, Leute, wir haben Gesellschaft. Lasst alles stehen und liegen und legt die Freien um. So, Hallöchen. Okay, die sehen uns noch gar nicht. Ganz gut eigentlich. Können wir mal schön reinlaufen. Ein bisschen schauen. Ah, ich wollte, dass es explodiert. Ist aber schlecht hingekommen. So, jetzt kommt eine Granate irgendwo. Wir haben noch ein bisschen Munition, okay. Natürlich ein bisschen mies mit dem Tank. Dass man da nicht so gut trifft immer. Dann würde ich vielleicht bei dem kommen. Aber der ist jetzt auch wieder tot. Haltet sie vom Tank fern. Habt ihr gehört? Ihr dürft sie nicht vom Tank lassen. So, ja komm. Wo sind die Verstärkungstruppen? Alter, wo laufen der eigentlich rum? Irgendwo hinten. So, komm, wir haben ein bisschen rumgeballert. Alter, da oben schon was noch. Ich sehe so ein rotes Fältchen. Eine Maschinengewehrmunition. Oh! Hallöchen. Woher kommen die jetzt alle? So, einmal auf ihn selber. Wo ist der andere hingerannt? Der rennt wieder weg. So ein Feigling. So, hier oben ist schon noch was. Einmal Sniper. Autsch. Okay. Sollten wir mal... Ja, können wir da hoch? Das ist natürlich dann auch so eine Frage. Ah, okay. Okay. Autsch. Momentchen. Alter Falter. Jetzt aber... So, wieso konnte ich eigentlich jetzt nicht das zweite Medipack einsetzen? Das hat mich gerade noch so ein bisschen gewundert. Oh! Gibt's ja gar nicht. Ich will gerade loslaufen. Und dann kommt er. So. Haben wir das Pack eingesammelt. So, ja, genau. Wirf dich selber ab. So, macht ein bisschen Schaden. Komm mit, stopp. Und hier könnten wir es dann so langsam wohl hinschleichen, oder? Schade mal. Oh, da drückt man noch ein Teil. Sehe ich gerade. Autsch. Ich wollte... Ja, genau. Ich wollte
Wenn er schießt, wegspringen, aber dann hat er so schnell geschossen, dass ich gar keine Chance hatte, irgendwie wegzuspringen.